Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Heute stimmen wir über einen Haushalt ab, welcher aus den Reihen der Koalition in den letzten Wochen auch als Klimahaushalt bezeichnet wurde. Diesen Namen hat der Haushalt meiner Meinung nach nicht verdient. Auffällig ist, dass Sie unter Klimaschutz vor allem den Ausbau des Radverkehrs verstehen und sich dann direkt zu einem Vergleich mit Kopenhagen aufschwingen, welcher sich aus egal welchem Blickwinkel verbietet. Selbstverständlich ist es positiv zu sehen, dass sie mehr Geld für den Radverkehr im kommenden Jahr ausgegeben und in die Hand genommen werden. Doch eine Stadt, die nach dem nationalen Radverkehrsplan des Bundesverkehrsministeriums als Einsteigerstadt bezeichnet wird, muss erst massiv investieren, bevor sie sich mit Spitzenreitern überhaupt vergleichen möchte. Denn diese geben seit Jahrzehnten weitaus mehr Geld für den Radverkehr aus. Aber noch viel wichtiger, sollte man sich auch auf die konzeptionelle Art und Weise konzentrieren, die in Kopenhagen angewandt wird und der wir uns hier auch zu eigen machen sollten. Wollen Sie weiterhin Geld dafür ausgeben, um Ihr bisheriges Stückwerk fortzusetzen? Wollen Sie weitere Straßen nach dem Vorbild der Friedrich-Ebert-Straße umbauen? Radfahrer können es sich dort ausruhen, ob sie von parkenden Autos auf dem Radstreifen oder von sich öffnenden Türen ausgebremst und gefährdet werden. Aufgemalte Streifen bieten keine Sicherheit. Radwege, die durch Haltestellen geführt werden, das gegeneinander ausspielen von Rad- und Fußverkehr in der restlichen Stadt, zeigen ihre politische Orientierungslosigkeit. Oder wollen Sie sich endlich an die Privilegien des motorisierten Individualverkehrs wagen und vor allem eine baulich getrennte Infrastruktur anstreben für den Radverkehr? Doch allein die Stärkung des Radverkehrs, weil nicht einmal eine komplette Verkehrswende, legitimiert Ihren Klimahaushalt. Wo finden sich in diesem Haushalt überhaupt die Ziele des Pariser Klimaabkommens und die geplante CO2-Neutralität 2030? Wo bleiben die Klimaanpassungsmaßnahmen? Gerade wirtschaftlich schwache Menschen können sich eben keine privaten Anpassungsmaßnahmen leisten. Und Kassel wird sich im Jahr 2050 in der Klimazone Madrids wiederfinden. Und Hitzewellen werden eher die Regel als die Ausnahme sein. Diese Entwicklung trifft auf eine Stadt, die schon jetzt zu großen Teilen überhitzt und in einem versiegelten Kessel liegt, dessen Frischluftschneisen weitgehend zugebaut sind. Und Sie regen sich, wenn überhaupt, zu kosmetischen Maßnahmen und Leuchtturmprojekten durch. Sie liefern ein Stückwerk ab, Ihnen fehlt der Blick fürs Ganze, Ihnen fehlt ein Konzept für Kassel. Ihr Klimahaushalt 2020 wird den Herausforderungen des Klimawandels nicht mal im Einsatz gerecht.